Familie Sabbati, sprich meine Vorfahren, haben ja schon eine sehr lange Tradition. Seit 1650 sind wir weinbautreibende Familien. Das heißt, ich bin jetzt genau genommen die 10. Generation mittlerweile. Wir befinden uns jetzt hier im Stammhaus der Familie Sabbati. Das war ja nicht immer unser Stammhaus, wurde erst von meinem Großvater 1938 erworben. Wir waren zuvor in Gamlitz und hatten dort schon mehrere Wirtschaften. Mittlerweile bin ich jetzt schon der 22. nachweisliche Besitzer auf diesem Hof. Wo kommt der Name überhaupt her? Wahrscheinlich aus dem Wochentag Samstag. Es gibt mehrere Theorien und Thesen. Wir haben das in unserer Ahnenforschung dann eruiert, wo wir drauf gekommen sind, okay, es könnte aus dem heutigen Slowenien kommen. Da gibt es Sobota. Aber es gibt natürlich auch nicht unweit von Leutschach jetzt den Berg und die Ortschaft Sobot. Und Sabbati dürfte wahrscheinlich auch über die Sobot zu uns gezogen sein. Und es gibt auch eine dritte Theorie, dass wir tatsächlich Italiener sein und dass wir 30 Kilometer nördlich von Rom aus einem oder von einem Berg stammen. Und dieser Berg nennt sich heute noch Sabbat und das hat sich dann mit der Mundart, mit der Schreibweise immer ein wenig verändert bis zum heutigen Sabbati. Ich habe dann eine Familienchronik machen lassen oder beziehungsweise selber intensiv daran gearbeitet. Wenn man da jetzt drin ein bisschen blättert, man findet sämtliche Schriftstücke an, alles in Original. Es ist ja hochinteressant, wie viele Weingartenscheren waren, wie viele Weingartenhauen. Man hat Schafe, Pferde, Ochsen gehabt und es wurde nicht nur Wein, sondern es wurde immer Wein, Essig und Apfelwein, sprich Most gemacht. Damals war es natürlich eine gemischte Landwirtschaft. Ich habe jetzt da einen Auszug mit dabei. Sämtliche Kühe aufgelistet, die Kälber aufgelistet, 22 Nährschweine, je Schwein mit 5 Gulden, 5 Schafe, eine Geiße hat es gegeben, 9 Spanferkeln hat es gegeben. Damals waren wir einfach Selbstversorger. Und genauso war der Wein auch zu diesem Zwecke angebaut. Heute macht man Wein einfach zum Verkaufen, zum Leben. Und mit dem Wein in der Region ist auch der Tourismus gekommen. Weil der Kunde wollte irgendwann sehen, wie lebt der Winzer, wie arbeiten die, was machen die Leute da. Und aus diesem Grund haben wir dann Winzerzimmer geschaffen und haben gesagt, okay, unser Weinfreund muss die Chance haben, bei unserem Weingut zu nächtigen, sich das Ganze ein bisschen anzuschauen und auch mitzuerleben. Ich glaube, den Wein, den damals meine Vorfahren gemacht haben, den würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr trinken wollen. Es ist mit dem heutigen Geschmack dahingehend nicht vergleichbar, weil man damals keinen Oxidationsschutz hatte. Der große Unterschied war auch, dass die Weine nicht diese Lebensdauer hatten. Das heißt, wurden sie einmal in den Krug eingeschenkt, musste man diese Weine auch ausschenken. Wahrscheinlich hat man ganz viel Terroir erkosten können. Früher waren die Lagen viel prägnanter als heute. Heute ist das Weinmachen technisiert worden. Somit schmecken gewisse Lagen, gewisse Jahrgänge ähnlicher als damals. Damals hat man diese Unterschiede stärker erkosten können. Damals war das Geschick des Weinmachens weniger ausschlaggebend, als tatsächlich die gute Lagen in seinem Besitz zu haben. Wir stehen jetzt da gerade vor einem 28er alten Rebstock. Man sieht jetzt, wie ausgeglichen der Stock hier wächst. Das heißt, man hat nicht so dunkelgrüne Triebe. Das ist eine Chardonnay-Rebe mit ganz hellen Blättern. Und da sieht man jetzt auch, dass der Stock selber darum kämpfen muss, dass er jetzt da wachsen kann auf diesem Boden. Und diese Beiaugen, das sind die kleinen Triebe, die werden einfach jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen entfernt. Und hier wird die Ertragsreduktion gemacht. Wenn man jetzt ein bisschen auf den Boden schaut, man sieht dahinter die vielen verschiedenen Gräser, Klee-Einwüchse, einfach diese Artenvielfalt. Das ist auch mitentscheidend, wie der Boden lebt. Anhand der Gräser, anhand der Kräuter, Klee, kann ich erkennen, ist wie saftig, wie lehmig, wie speckig oder wie sandig der Boden darunter ist. Und ich weiß sofort, wie man diese Bodenbearbeitung machen sollte. Was wir jetzt machen, ist einfach dieses Gras abmähen, weil es ja in den nächsten Monaten eine Konkurrenz zum Rebstock werden könnte. Und somit geben wir die ganze Kraft dem Rebstock. Und gleichzeitig sät sich der Samen von unseren Gräsern dann wieder aus und somit erhält man diese Artenvielfalt. Das, was sich in den letzten 20, 30 Jahren getan hat, das ist vorher in Jahrhunderten nicht passiert. Es hat die Technologie Einzug gehalten.
Weine wurden fast technisch gemacht. Man hat die neue Welt, ich sage mal, bestaunt und gedacht, das muss man in Österreich auch machen. Und dann ist plötzlich wieder die Vernunft eingekehrt und man macht heute wieder Wein, so wie früher. Man geht von den Gedanken her in die alte Welt des Weinmachens zurück. Das heißt, je weniger Eingriffe, je weniger Einfluss in der Vinifikation, umso ursprünglicher schmecken die Weine und umso finessenreicher werden sie dann. Und im Weingarten ist es auch wieder so, dass man nicht mehr die ganze Technik, diese Hilfsmittel, diesen Herbizide, diesen Pflanzenschutz einsetzt, die man in der Zwischenzeit als Chemie natürlich bezeichnet, verwendet hat. Es geht wieder zu diesem Ursprung zurück. Man denkt wieder an die Natur, man denkt an unsere Kinder, an die Zukunft und man will einfach Wein mit Herkunft wieder herzeigen.